So, ich bin jetzt auf dem Weg zum ersten Schultag. Bin mal gespannt, was auf mich wartet. Ich muss am Anfang erstmal auf ein paar Schüler aufpassen, die eine Freistunde haben. Und dann später bin ich im Deutschunterricht dabei. Und heute lerne ich auch ein bisschen so das Schulhaus kennen. Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen, weil ich schon später bin als gedacht. In 6 Minuten sollte ich da sein. Aber ich bin auch gleich da. Heute ist mein zweiter Tag zu Ende. Ich war jetzt gerade noch im Kindergarten und habe dort mitgeholfen und die Sprache ein bisschen gelernt. Ich kann jetzt schon sagen, Morten und Lauer Berl. Morten ist auf dem Tisch. Willkommen bei Kalte Füße. Dritter Tag. Check. Heute habe ich ganz kurz mal ganz schön kalte Füße gekriegt. Yo. Also hier ist eine Stunde, die hältst du nachher. Und ich war so. Okay. Gut, dann mache ich das wohl. Sie hat mich so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Also ich war 2-3 Mal dabei jetzt bei den Unterrichtsstunden und dann am dritten Tag sagt sie, ich soll meine eigene Unterrichtsstunde halten. Also sie hat sich vorbereitet, aber dennoch war es für mich irgendwie so ein bisschen so, das kam jetzt unerwartet, aber gut. War okay. Also für alle, die es nicht wissen, ich habe Kultur- und Medienbildung studiert. Das ist quasi Pädagogik mit Kultur und Medien. Also meine Profilfächer waren eigentlich Theater und Theaterliteratur und bildende Kunst. Aber ich habe auch bei Medien mal viel mitgemacht. Und das ist auch ein Gebiet, was mich interessiert. Ihr seht, wunderbarer Sonnenschein heute im Park in der Nähe meiner Unterkunft Genitiv. Deutschlehrer sollten das wissen. Negemist! Viva de tres publica et quillam regi. Viva de tres publica. Et quillam regit, vivat nostras civitas.